Moin! Heute wollte ich mal was anderes machen und zwar habe ich in diesem wundervollen Buch, das mein Herr Bruder mir zu Geburtstag geschenkt hat, da gibt es ein Kapitel, wie man seinen Channel erfolgreich macht und da ich das irgendwie dringend nötig habe, dachte ich, ein paar von diesen Tipps werde ich hier ausprobieren. Bei dem Buch handelt sich das um YouTube von Yannick Utis, der mich in keiner Art und Weise gesponsert hat für dieses Video. Es ist 66 Seiten lang, aber auf der Papprückseite steht auch noch was. Ja. Okay, also hier steht... bla bla bla. Also einmal Clickbaiting wird so als zweischneidiges Schwert empfohlen, weil Leute sie was zieht. Aha, gut, da haben wir es. Gerade als Anfänger hat man es schwer, sich auf YouTube zu etablieren. Die Nutzer, also die Viewer, bekommen zwar Vorschläge von YouTube und Treffer für ihre Suchanfragen, doch die beinhalten eben mehr oder weniger nur die alteingesessenen Kanäle. Warum? Weil die sich bewährt haben und der YouTube-Algorithmus so funktioniert. Auf den Algorithmus gehen wir aber noch einmal später ein. Als Anfänger und so weiter. Der erste Tipp für Anfänger ist einfach, gib nicht auf. Gut, das klingt noch nicht sonderlich hilfreich. Super. Wichtig, plant, ja, wenn man weitermacht, dann stolpern mehr Leute über den Kanal und abonnieren ihn dann wahrscheinlich. Das ist ein Kreislauf des Lebens und man wächst dann. Okay, die Videos in einem Channel sollten sich auf eine Nische, auf ein Thema konzentrieren. Hierbei ist es sehr von Vorteil, wenn die aktuellen Videos genau dem aktuellen Trend folgen. Am besten zeigt man oder bespricht man oder richtet man sich an Ereignissen, die gerade in den großen Medien thematisiert werden, da sie hochaktuell sind, ist die Suche nach diesem Thema nicht nur einfach wahrscheinlicher, es wird auch noch nicht so viele Videos dazu geben. Also so aus der Hüfte geschossen zu irgendeinem News-Thema, wo man selber wahrscheinlich genauso wenig Ahnung hat wie der das Video guckt, empfehlen die hier. Beziehungsweise empfiehlt Yannick Utis. Oder Utiz? Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich meine, natürlich, es gibt ja genug so Schwurbelkanäle, die sich irgendwie Links zuschicken lassen von ihren Twitter-Followern. Und das irritiert mich die ganze Zeit, Entschuldigung. Die sich Links zuschicken lassen von ihren Twitter-Followern und die dann quasi im Stream durchgehen und dann halt irgendwas dazu schwurbeln. Allerdings halte ich das für borderline verantwortungslos. Insofern, weiß nicht. Aber natürlich, die Grünen wollen Fast Food abschaffen. Das ist natürlich, da könnte man ein Video machen, könnte man sich irgendwie stundenlang zu aufregen. Aber nicht so meins. Für die aktuellen Trends gibt es sogar ein Tool, das Google Trends. Okay, da können wir gleich mal gucken. Damit kann man herausfinden, was gerade aktuell in der Diskussion ist und sofort dafür ein Video machen. Google Trends zeigt an, welche Suchen gerade besonders oft in Google durchgeführt werden. Jetzt muss man nur noch schnell ein Video dazu machen und schon ist man im Trend und bekommt Klicks. Okay, schauen wir mal, was Google Trends so hat. So. Nehme ich überhaupt schon auf? Ja, okay. Google Trends, gut. Kleinen Moment, ich rufe die Seite mal auf. So, da haben wir Google Trends. Taylor Swift, Kim Kardashian. Fußball-Weltmeisterschaft. Fußball bzw. American Football. Ich könnte, vielleicht könnte man sogar ein Video basteln, wo alle diese fünf Themen drin vorkommen. Aber ich weiß nicht. Dann angesagt, Coronavirus.
Okay. Oscar-Verleihung 2020. Aktuell im Trend. Daisy Coleman. Europa League. Max Kruse. Samsung. Jake Paul. Ach ja, die haben irgendwie. Die Polizei hat irgendwie das Haus von einem YouTuber gestürmt und da irgendwie von einem der Erfolgreichen und irgendwie tonnenweise automatische Waffen irgendwie beschlagnahmt oder so. Fabio Jakobsen. Corona-Risikogebiete. Kampf der Reality-Stars. Corona-Risikogebiet. Und Lisa Eckert. Also es springt mich jetzt nichts an, außer ich könnte über hier Jake Paul und seinen Waffenbesitz reden oder so. Aber da ich das nur nebenbei mitbekommen habe, würde es auch wieder in Schwurbelei ausarten. Weitere Trends bei Suchanfragen. Schauen wir mal. Irgendwas wird doch dabei sein. Alissa Milano. Okay. Kampf der Reality-Stars. Hiroshima, VfL Wolfsburg, Franziska van der Heide Drosten, okay. 10.000 Beirut, ja, da gab es eine große Explosion, da könnte man vielleicht ein Video zu machen, aber ist vielleicht aus der deutschen Perspektive nicht so interessant. Fall Guys, Spieler überrennen die Server, Entwickler. Reagiert amüsant, okay. Das ist Reisewarnung Türkei, QAnon, Champions League und Europa League. Also man könnte QAnon-Video machen, aber Bayreuth, neue Stadtführungs-App für Mobilfunkgeräte in Bayreuth, 20.000 Suchanfragen. Kevin Kühnert. Okay. Yoshiko Saibo. Streit um fristlose Kündigung von Basketballer. Okay. Gesichtsrose? Gesichtsrose. Juan Carlos, Promi Big Brother, das ist alles nicht meins. Vielleicht bin ich zu nischig, dass ich mit solchen Themen nichts am Hut habe. Schule NRW, okay. Gesichtsvisiere erfüllen Maskenpflicht. Haben die nicht eben erst rausgefunden, dass die Gesichtsvisiere überhaupt gar nichts bringen? Ach so, Maskenpflicht an NRW-Schulen nicht. Okay, gut, das stimmt ja alles. Leberkäs-Junkie. Pixel 4a. Okay, also da ist nicht wirklich viel dabei. Markus Söder. Meine Güte, sind die Suchanfragen langweilig. Demo Berlin. Also da könnte man könnte sich sicherlich aus QAnon, Demo Berlin, Drosten, Corona-Risikogebiete, so aus diesen Schlagwörtern könnte man sich wahrscheinlich ein Video basteln. Aber das würde, weil gerade dieses Corona-Thema würde eine gewisse Sorgfaltspflicht erfüllen und das ist mir zu viel Arbeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Andreas Schubert tot. Kulttrucker vom Tegernsee. Thilo Sarrazin? Ach so, okay, den haben sie ausgeschlossen. Ne? Bolsonaro. Oh, Michael Spreng ist tot. Okay. Woran ist Michael Spreng gestorben? Ah. Okay, gerade nicht. Im Alter von 72, so alt war der noch gar nicht. Naja, der hatte immer so einen Blog, wo man ihm anonym Tipps für Politikintrigen zustecken konnte. Genau, Sprengsatz. Oh, das letzte Mal im Februar geblockt, okay.
Okay. Naja, das sind also dann Google Trends. Also vielleicht kann man da ab und zu mal reingucken. So machen die ganzen Rechten das, oder? Die ganzen rechten YouTuber, so diese ganzen hippen rechten YouTuber, die suchen sich hier ein Thema aus und schwurbeln dann irgendein rechtes Zeug dazu, weil meistens bei diesen rechtsextremen Sachen kann man sich einfach irgendwas ausdenken, was in die Ideologie passt, weil das ist ja alles nicht faktenbasiert. Und natürlich geht das, wenn man keine Skrupel hat und einfach irgendeinen Unsinn blärt. Goldpreis. Frauke Ludowig. Okay. Also das ist ein Thema, also das könnte man machen, dass man sich hier Themen raussucht, wie zum Beispiel Liverpool. Ja, oder gucken wir mal im Buch, vielleicht gibt es einen anderen Tipp. Eine weitere Möglichkeit ist es, wenn man selbst bekannter wird. Dazu bieten sich die Kommentare zu anderen Videos zu schreiben. Achso, also ich soll Videokommentare schreiben. Okay, das mache ich ja eh schon. Aber wenn ich deutsche Kommentare auf Videos schreibe, muss ich dann deutsche YouTuber gucken? Okay. Schreibst du nun gute und informative Kommentare zu diesen Videos, dann werden die Leute auf dich aufmerksam. Das hilft natürlich überwiegend dort, wo die Videos zu dem Themenbereich des eigentlichen Channels sind. Okay. In den Kommentaren direkt auf YouTube kann man sich auch über YouTube hinaus bekannt machen. Also einen Blog machen und das bekannt machen und dann auf den YouTube-Kanal verlinken. Das kann man natürlich machen. Neben den Kommentaren Fragen anderer Nutzer eingehen. Okay, hier kommt eine Lücke. Die meisten Foren erlauben nämlich nicht das Erstellen von externen Links. Das ist auch verständlich, denn diese Links werden die Foren ab oder bringen. Okay, die Taktik, Kommentaren, Beiträgen verwendet zu drücken. Jeder hasst Spammer. Ein weiterer Weg. Aha, das wollte ich ausprobieren. Ein weiterer Weg, gesehen und angeklickt zu werden, ist über die normalen Suchanfragen gefunden zu werden. YouTube hat eine Auto-Suggest-Funktion. Und wenn man anfängt, eine Suchanfrage einzugeben, dann schlägt YouTube bereits eine Vervollständigung dieser Anfrage vor. Dieser Vorschlag kommt einfach daher, weil so viele andere Nutzer eine solche Suchanfrage bereits gestellt haben. Wenn man nun also über die Auto-Suggest-Funktion den üblichen Suchanfragen folgt, kann man bald herausfinden, zu welchen Anfragen noch keine Videos gemacht wurden. Also erstellt man einfach sein eigenes Video dazu und schon wird man gefunden. Da zu diesem Thema dann noch keine oder nicht so viele Videos existieren, wird man in der Suchanfrage mit seinem eigenen Video ganz vorn erscheinen und die Klicks bekommen. Das Video sollte dann Antworten zu den Problemen bieten und zeigen, dass man sich damit auskennt. Also man muss zuerst die Frage finden, die gefragt wird. Danach muss man sich auskennen und dann sofort, bevor jemand anders das macht, das Video dazu machen. Okay. Weiterhin ist es wichtig, mehr von den Dingen zu machen, die funktionieren. Ja, du möchtest dich von der Masse abheben. Ja, du möchtest anders sein und das Ganze anders angehen. Gut, wenn du darauf bestehst, viel Spaß damit. Wenn du jedoch erfolgreich sein willst, dann musst du dich an die Dinge halten, die bereits Erfolge gebracht haben. Den Erfolg haben, nämlich nicht bla bla bla, also Erfolg kopieren und bla. Okay, dann gucken wir mal jetzt hier, was wir hier. Ah, da sehen wir schon. Fauchi, Hurra, Kinderliedermix. Volker Rosin, Affensong, Rums die Wolke, Hurra Kinderlieder Stachelschwein, Hurra Kinderlieder Spinne, Hurra Kinderlieder Piraten. Ich wollte ja nur eigentlich nichts für Kinder machen, weil dann muss man ja aufpassen. Also lassen wir das lieber. Also rotes Papier aus irgendwelchen Gründen gibt es da eine algorithmische Verbindung zu Kinderliedern. Keine Ahnung, aber wir geben jetzt einfach mal was ein hier und gucken. Also, wieso tust du mir das an? Könnte man Lied schreiben zum Beispiel hier so mit, wieso tust du mir das an? Wieso liegt hier Stroh?
Wieso sitzt die Taube? Wieso lässt du mich allein? Alia? Wieso tust du dir das an? Wieso, Noah? Wieso bin ich Gott? Okay. Wieso hänge ich immer noch an dir? Wieso bin ich Gott? Also da, was? Wer sucht sowas? Aha, das ist ein Name von jemandem. Okay, gut. Wieso bin ich Gott? Okay. Geht von allein los, ja. Also, wieso tust du mir das an? Wird wahrscheinlich sowieso ein Lied sein. Wieso sitzt diese Taube? Wieso sitzt diese Taube da? Das ist offenbar ein Tiervideo, was zum Meme schon geworden ist. Achso, Felix Lobrecht, das war dieser Oliver Pocher für Arme. Okay, jetzt erinnere ich mich wieder an den. Dabei ist ja eigentlich Oliver Pocher schon der Oliver Pocher für Arme. Okay, drei weiße Tauben. Wieso sitzt diese Taube? Okay, ich könnte ein Reaction-Video zu Wieso sitzt diese Taube machen. Finde ich jetzt nicht so spannend. Gucken wir nochmal, also wieso denn bloß Ronja Räubertochter? Wieso Noah? Achso, das ist von Noah das Lied Wieso. Okay, nicht Wieso Noah? Wieso nicht jemand anders? Okay, gut, ich bin offenbar nicht am Puls der Zeit. Ich kenne diese Felix Lobrechts und Noahs und warum bin ich Gott's nicht? Okay, versuchen wir mal was anderes. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Und schon wieder sind wir in den Kinderliedern. Werner Fußball, Werner, wer hat an der Uhr gedreht? Wer bist du? Wer macht Para? Wer weiß denn sowas? Wer der Bremen-Song? Wer wird Millionär? Wer ist hier der Boss? Also wer ist hier der Boss? Ach ja, das soll vermutlich ein Dings geben. Ein Remake oder eine Kontinuation von mit Alyssa Milano und Toni Danza wahrscheinlich wieder. Werder Heidenheim, okay, das ist auch alles nichts. Sagen wir mal, wo? Geografie ist mein... Wo noch niemand war, wo kann man das kaufen? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Okay, wir also haben immer ganz viele Liedertexte bei den Pronomen mit W, bei den Fragepronomen. Sind das Pronomen? Keine Ahnung, bei den Fragepartikeln. Wo noch niemand war, wo die Liebe hinfehlt. Schreibt mir in die Kommentare, ob das Pronomen sind oder nicht. Weil das ist hier im Publikumsengagement und so. Okay. Wo sind die Clowns im Zirkus? Wo noch niemand war, Mark Forster. Wo die großen Elefanten spazieren gehen. Das sieht alles wieder sehr, wo alle Straßen enden. Wo noch niemand war, gucken wir mal. Ist das auch wieder ein Lied? Das ist ein Lied aus... Die Eiskönigin 2, okay. Alles nur Lieder. Gut. Was kann man mal für den Suchbegriff nehmen? Bestes. Bestes Handy 2020, besteste Band, bestes Gaming-Headset, bestes Smartphone 2020, bestes Lied der Welt. Bestes Lied der Welt. Okay, das ist sehr subjektiv, oder? Bestes Fahrradschloss, bestes kostenloses Schnittprogramm, bestes Sturmgewehr Warzone, bestes Auto in GTA 5 Online. Okay, also ich kann mir nicht vorstellen, da würde ich mich sogar auskennen, ein Stück weit,
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier wenig Videos zu gibt. Okay. Also bestes. Nehmen wir mal. Größter Absturz ist in Frankfurt. Hund der Welt, Mensch der Welt, Bagger der Welt, Wels der Welt, Pool der Welt, Pitbull der Welt, YouTuber der Welt, Hai der Welt, Hecht der Welt, Traktor der Welt, Fisch der Welt, Fisch der Welt geangelt. Größter Casino-Gewinn. Ja, also wenn man diese Techniken benutzt und dann zum größten Pitbull der Welt tatsächlich auch ein Video macht. Größter Fisch der Welt. Flussmonster zerstört Angler. Weltrekord. 5 riesige Tiere, die Fische aus dem Wasser geholt haben. Tödlichsten Kreaturen im Amazonas. 10 teuersten gefangenen Fische. Ah. So, wie viele Tipps waren das jetzt? Ich habe hier Kommentare schreiben und hilfreich sein. Dann Google Trends und hier tagesaktuelle Themen. Und dann haben wir hier die Suchanfragen. Und dann sagen wir noch, sich eine Nische suchen und dann quasi konstant in der Videos machen. Das sind 5. Und dann sagen wir mal 6. Ich habe auch noch erwähnt, dass man anderweitig bekannt werden kann und dann auf sein YouTube-Konto. Also sind das, sagen wir mal, 6 todsichere Wege. Nein, Clickbait. Clickbait. Clickbait haben wir ganz vergessen. Das ist diese. Das sind dann 7 Wege, wie dein YouTube-Video erfolgreich wird. Und so nenne ich das Video dann. Und dann mal gucken, ob das funktioniert. Okay. Also gut, das könnte man ich könnte eine Liste machen damit das Ganze dann noch ein bisschen strukturierter aussieht, wenn ich schon die Zahl in den Titel des Videos mache. Das wäre eine gute Idee. Okay, 7 Wege. Gut, ich schreibe mal eben die Liste, damit ich das schnell noch ranbappen kann hier. Was, schon 22 Minuten? Ich habe nichts gemacht hier in dem Video? Okay, gut, ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber das ist, wie gesagt, so ein Testballon, um mal zu gucken, ob das funktioniert, weil das ist an sich ja auch schon, dass ich ausprobiere, ob diese Wege funktionieren, ist ja schon quasi so eine Art Meta-Tutorial-Video. Insofern ist das ja sogar das, was gut geht auf YouTube. Also ich guck mal. Ich schreibe mal die Liste auf, damit ihr das alles übersichtlich habt, falls ihr meinen Schritten folgen wollt. Beziehungsweise ich habe ja keine gemacht, weil, langweilig, doof, mag ich auch nicht. Aber man kann es ja unter Umständen mal ausprobieren, wenn die Nachrichtenlage besser ist und man nicht über Corona und irgendwelche Verschwörungshoschis reden muss dann. Okay, bis gleich. So, jetzt haben wir die Liste und zwar Nummer 1 nochmal Videos über aktuelle Google-Trends machen. Zweitens Videos über Themen in autovervollständigen YouTube-Suchvorschlägen machen, am besten, wo es noch nicht viele Videos für gibt, die da gefunden werden. Drittens Videos über Sachen aus der tagesaktuellen Presse machen, bevor ein anderer sie macht. Viertens sich eine Nische suchen und immer gleiche Videos machen, wenn diese ziehen. Fünftens woanders bekannt werden und YouTube verlinken. Sechstens hilfreiche YouTube-Kommentare schreiben auf Videos, die ähnlich zu deinen sind. Und schließlich siebtens, Clickbaiting, reißerische Titel, der Leute zum Anklicken animiert. Schreiben für die Videos, die man hat, die schon irgendwie aber zutreffen und damit sich die Leute nicht allzu sehr verarscht fühlen. Okay, das sind hier diese 7 Vorschläge, die ich habe, die vermutlich ein Stück weit helfen, dass man mehr Views bekommt. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und drückt die Glocke und subscribt und schreibt einen Kommentar. Vielleicht fällt euch ja auch noch was anderes ein und so. Und
dann bis dann. PS, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Clickbait haltet. Okay, tschüss.